Wir sind heute für Sie in Ehingen im Stadion. Und zwar ist heute das Vorspiel von der Landesliga-Begegnung TSG Ehingen gegen SV Oberzell. Hier spielt nachher die A-Jugend vom FC Memmingen gegen die Stuttgarter Kickers. Das Spiel ging 2-1 aus und den Spielverlauf, den sehen wir jetzt hier. Wir haben hier Herrn Meyer, der Trainer von den Stuttgarter Kickers. 2-1 Endergebnis. Wie war so Ihre Stimmung im Spiel? War in Ordnung, können uns nicht beklagen. Zum einen mal hier vielen Dank an die Ehinger, dass wir hier spielen durften überhaupt. Wir haben uns ja mit den Memmingern auf halbem Weg getroffen. Das ist echt eine super Anlage, die ihr habt. Hat echt Spaß gemacht, hier zu spielen. Erste Halbzeit ein bisschen zu wenig, ja, spielklar dominiert und dann einfaches Tor kassiert, das wir so nicht kriegen können, aber es war deutlich zu wenig. Das haben die Jungs dann in der Halbzeit auch zu spüren bekommen und dann absolut positiv für mich als Trainer, dass es dann doch auch anders geht und dann wirklich auch Torchancen generiert werden und dann doch nur zwei gemacht werden. Das Spiel war für uns sehr aufschlussreich. Es war der letzte große Test vor unserem Rundenbeginn nächste Woche und gegen einen Gegner wie die Stuttgarter Kickers, Nachwuchsleistungszentrum, Fördermannschaft der Bundesligamannschaft, war es natürlich ein optimaler Test für diese anstehenden Aufgaben. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben vorhin gesehen, ihr habt nur 11 Leute dabei gehabt, habt ihr doch relativ souveränes Spiel gehabt. An was liegt es, dass die Mentalität in der Mannschaft so gut ist eigentlich? Gut, wir haben natürlich bei der Kaderplanung die Grundlagen aus der B-Jugendarbeit übernommen. Wir haben jetzt also hier nur den jungen Jahrgang dabei gehabt, die 96er-Spieler. Und die Mannschaft ist natürlich durch viele Einsätze in der Bayernliga schon gereift. Und dadurch ist natürlich auch abgeklärtes Spiel möglich. Die neu zugekommenen Spieler, die haben sich auch sehr gut schon integriert. Zwei Spieler aus Ehingen waren heute auf dem Platz. Da muss man sagen, die haben sich sehr gut schon gezeigt, mussten sich natürlich an uns gewöhnen. Aber das gilt natürlich auch für unsere Spieler. Bisher sind wir sehr zufrieden und ich denke, die machen ihren Weg bei uns in der